Geschwister, wie ich schon mehrmals auch erwähnt habe, Predigen der Sabbat gibt uns immer wieder die Gelegenheit, mehr als die anderen Tage, um in Ruhe über unser Leben nachzudenken und um unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Geschwister, wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit und die Musikeinlage hat einiges angesprochen. Ja, die größte Anzahl an Flüchtlingen in so kurzer Zeit, die es je gab. Sicher, es gibt auch so viele Menschen auf dieser Welt, wie es noch nie gab. Europa wird in einen Krieg hineingezogen, den es gar nicht will, in Syrien, wie wir sehen. Ja, Frankreich und auch Deutschland ist schon beteiligt. Die westlichen Staaten mit Europa und den USA an der Spitze haben Gesetze beschlossen, die die gleichgeschlechtliche Heirat legalisiert und haben die Ehe, wie sie Gott vorgesehen hat, in Frage gestellt. Für Menschen, die von Gott berufen sind, die Gottes Weg überzeugt gehen wollen und sich entschlossen haben, Gott zu gehorchen, für diese Menschen wird unsere Welt immer mehr entfremdet. Zu einer Welt, die sich gegen uns wendet. Immer mehr. Vielleicht hat man noch vor einer oder zwei Generationen teilweise über grundsätzliche kulturelle Werte mit unseren Nachbarn, Familie oder Freunden reden können. Aber da scheint es auch heute keine gemeinsamen Werte mehr zu geben. Jeder tut, was er will. Ja, jeder macht sich seine eigenen Gesetze. Jeder bestimmt selbst, was gut und böse ist. Und Geschwister, der Titel meiner Predigt heute lautet: Unsere Welt wird Babylon immer ähnlicher. Unsere Welt wird Babylon immer ähnlicher. Als Christen heute müssen wir wissen, dass Gottes Lebensweg zu gehen bedeutet, es bedeutet, dass wir ein Leben gegen die Kultur und Denkweise dieser Welt gewählt haben. Freiwillig, wir haben das gewählt, weil wir wissen und erkennen, dass Gottes Wahrheit der richtige Weg ist. Darum haben wir uns entschieden. Nicht, weil wir vielleicht herausstechen wollen in irgendeiner Form. Und wir müssen die Courage und den Mut haben, für unseren Glauben gerade zu stehen. Ich glaube, jeder ist mehr oder weniger schon mal in dieser Situation gewesen. Obwohl sich die Situation um uns herum immer mehr gegen die wahren Werte ändert. In 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, eine bekannte Schriftstelle, die viele von uns auswendig kennen, ist eigentlich eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung für unsere Zeit heute. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, können wir sehen. Es ist eine Prophezeiung. Wir denken oft nur, wenn wir über Prophezeiungen reden oder denken, nur an die Offenbarung. Aber wir lesen hier in 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, es ist schon fast 2000 Jahre, steht das schon in der Bibel. Es ist eine Prophezeiung. In den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Menschen, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, den guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Eine Beschreibung von unserer Welt. Man könnte die
Tageszeitungen aufschlagen und man könnte das so lesen. Ja? In den letzten Tagen. Geschwister, wir wollen uns als gehorsame Kinder, wie sollen wir uns als gehorsame Kinder in diesem Babylon verhalten? Wie sollen wir uns verhalten? Welche Haltung erwartet unser himmlischer Vater von seinen Kindern? Welche Haltung erwartet er von dem? Nun, wir werden uns drei Lektionen anschauen von Menschen, die in Babylon gelebt haben. Drei Lektionen von Menschen, die in Babylon gelebt haben. Nun, vorher wollen wir etwas über Babylon noch lesen, bevor wir uns dann im Laufe der Predigt auf die drei Lektionen konzentrieren. In der Bibel lesen wir zuerst von einer großen Stadt, die Babel genannt wird, bevor es ein Weltreich wurde. In 1. Mose 11 können wir es lesen, in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 5. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 5. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an die Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Lande, dass wir alle beisammen bleiben. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die Menschenkinder bauten. Heute will man das wieder rückgängig machen. Ja? Globalisierung. Unsere Welt ist heute so mit dem Computer vernetzt, dass man von einer weltweiten Kommunikation sprechen kann. Egal, wo sich die andere Person gerade befindet. Die Menschen benutzen in aller Welt, auch hier in Deutschland, immer mehr dieselben Wortgruppen. Wie zum Beispiel Fastfood-Restaurant. Das versteht jeder, was das bedeutet. Oder Open und Closed haben wir jetzt vor kurzem in einer Eingangstür gesehen, an vielen Geschäften. Nicht mehr geöffnet oder geschlossen, nein, Open oder Closed. Ja? Vielleicht fallen Ihnen auch irgendwelche andere Wörter ein. Ja? Gestern habe ich am Bahnhof in Oberndorf über einer Tür gelesen, Streetwork. Ja, das ist gang und gäbe. Straßenarbeit auf Deutsch. Ja? Warum schreibt man Streetwork? Ja? Die Menschen sprechen immer mehr eine gemeinsame Sprache. Aber das gab es, wie gesagt, schon einmal in der Geschichte beim Turmbau zu Babel. Und Gott löste das Problem auf seine Art und Weise. Anscheinend hält Gott nichts von Globalisierung. Sonst hätte er das nicht gemacht. In 1. Mose 11, wenn wir weiterlesen, die Verse 7 bis 9, wohlauf, lasst uns, spricht Gott, herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen verstehe. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen verstehe. Daher heißt der Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, aller Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Auch heute sind die Menschen verwirrt, in verschiedener Hinsicht. Ja, jeder sagt selber, was gut und böse ist. Keiner kümmert sich darum, was die wahren Werte wirklich sind. Sie haben die wahren Werte verlassen und entscheiden selbst. Babel oder Babylon steht anscheinend für Verwirrung und Durcheinander. Und auch im religiösen Bereich gibt es viel Verwirrung und Durcheinander. Sie brauchen nur im Internet nachschauen, was da alles gibt. Ja? Aber auch das ist prophezeit.
Ja, dass die Wahrheit, dass Satan versucht, die Wahrheit durcheinander zu bringen, dass die Gläubigen durcheinander gebracht werden. Und es steht auch an einer anderen Stelle, wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Aber warum werden die nicht verführt? Weil sie sich an der Wahrheit halten und Gott bitten um seinen Heiligen Geist, der sie führt und leitet. Was viele andere nicht machen. Auch wenn sie sich Theologen nennen, bitten sie vorher wirklich Gott darum, dass er ihnen hilft, die Wahrheit zu verstehen. Diese Stadt Babel wurde zu einem mächtigen Reich, das andere Völker unterwarf und die Menschen dazu zwang, ihre heidnischen Götter anzubeten, wie wir später dann in den drei Lektionen auch sehen werden. Wenn wir hier Daniel aufschlagen, Daniel 1, die Verse 1 bis 2, im dritten Jahr der Herrschaft Joachim, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinear bringen, in den Tempel seines Gottes und da die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Nun, Babylon war, wie wir wissen, in der Vergangenheit das erste bedeutende Weltreich. Wenn wir hier weiterlesen, Daniel 2, in Kapitel 2, die Verse 37 bis 38, du König Nebukadnezar bist ein König aller Könige. Ich gehe nur auf einige Schriftstellen ein, um nicht alles zu lesen. Sie können den Zusammenhang dann zu Hause auch lesen. Denn der Gott des Himmels Königreich, Macht und Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Hände gegeben hat und dem er über alles Gewalt verliehen hat, du bist das goldene Haupt. Er hatte unbegrenzte Macht über Leben und Tod, über Menschen. Babylon, auf dem Höhepunkt seiner Macht, hatte Reichtum und Wohlstand. Unsere Welt gleicht immer mehr Babylon der Vergangenheit. Wir haben Wohlstand hier, zumindest in Europa, nicht alle Menschen. Das hatten in Babylon auch nicht alle, nur die Reichen. Wie schaut die Zukunft Babylons aus? Wir wissen, dass in den letzten Tagen ein mächtiges politisches System entstehen wird, dass sich dieses System gegen Gott stellen wird. Wir sehen immer mehr und mehr, wie sich unsere Welt Babylon ähnelt. Und indem die Menschen Gottes Werte missachten, ja, in diesem System werden sie Gottes Werte missachten, Gott nennt dieses mächtige politische System das Tier, das von einer religiösen Macht dominiert wird, das Gott Babylon nennt. Die große Hure, wie wir sehen in den Kapiteln, in der Offenbarung, Kapitel 17 bis Kapitel 19, können Sie alles darüber lesen. Nun, das alte Babylon ist Symbol der menschlichen Gesellschaft geworden, die sich weiter und weiter von Gott entfernt. Babylon war ein heidnisches Weltreich mit heidnischen Götzenanbetung und alles Mögliche. Babylon war beides, ein krönender Triumph des Menschen und am Ende eine Katastrophe. Was passierte mit dem alten Babylon? Die Geschichte von Babylon ist ernüchternd, das Ende. In Daniel 5, Verse 22 bis 30, und Tubelsasar, sein Sohn, der Sohn von Nebukadnezar, hast dein Herz nicht gedemütigt, so wie die Menschen auch heute sich nicht vor Gott demütigen. Ich lese weiter, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses
hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen und eisernen, hölzernen und steinernen Götter gelobt, Götzenanbetung, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Denn Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Ist es nicht heute auch so? Kennen wir nicht unsere Gesellschaft immer mehr Babylon? Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Ja, es war die Schrift an der Wand, die er gesehen hat. Und keiner konnte sie entziffern, nur Daniel. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und da befahl Belsasar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ vor ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber noch in derselben Nacht wurde Belsasar, der König der Chaldeer, getötet. So schnell kann es gehen und so schnell kann es auch in unserer Gesellschaft gehen. Ähnlich handelt auch unsere heutige Gesellschaft. Darum wird es auch dem modernen Babylon ähnlich ergehen. Und da möchte ich eine Stelle in Offenbarung nur lesen. Oder zwei davon, aber eine in Offenbarung 18. Offenbarung 18, die Verse 2 bis 5. Das liegt noch in der Zukunft. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und sie ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreiner und verhassten Tiere. Offenbarung 18, 2 bis 5. Denn von den Zornesweinen in der Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, und Gott warnt hier sein Volk. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihre Frevel. Ja, das Buch Offenbarung beschreibt eine Welt in der Zukunft, die sich im Griff einer totalen Supermacht befinden wird und nur wer sich ihrer Entscheidungen beugt, wird verschont bleiben. Sie wird bestimmen, wer arbeiten kann und wer Handel betreiben darf. Das können Sie in Offenbarung 13, Vers 17, ja, der nicht das Zeichen an der Stirn und an der Hand hat, wird nicht kaufen und verkaufen können. So wie das alte Babylon, ja, es duldet keine Opposition. Nun, die Zerstörung des modernen Babylons wird für viele wie das Ende der Welt erscheinen. Wie die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte wird es für viele Menschen sein, aber es ist nicht das Ende der Welt, sondern nur das Ende Babylons und das, was Babylon symbolisiert. Das wird zum Ende gehen. Eine totale, totalitäre Macht und ein egoistisches, auf Konkurrenz aufgebautes Wirtschaftsleben. Das ist, was es ist. Und wir ähneln immer mehr diesem Babylon.
Wenn wir hier weiterlesen, Offenbarung 18, 15 bis 21, wir sehen hier, was das Ende sein wird und wie die Menschen darauf reagieren. Offenbarung 18, 15 bis 21, die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und werden weinen und klagen, weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde, also in relativ sehr kurzer Zeit, ist verwüstet solcher Reichtum und alle Schiffsherren und Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien und weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten. Denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Um unseretwillen ist auch eine andere Stelle in Matthäus, wo es steht, um der Gläubigen, um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Wir spielen eine Rolle in der Zukunft, auch wenn wir klein sind und scheinbar schwach. Aber wir sind stark, weil wir Gott als unseren Vater haben. Gott mit uns ist. Dieses religiöse Babylon wird symbolisch gesehen ein Zentrum der Weltwirtschaft werden, wie wir sehen. Und die Bibel zeigt uns, dass der größte Teil der Welt mit diesem System kooperieren wird. Und die menschliche Gesellschaft wird sich immer weiter und immer weiter von Gott entfernen. Und wir leben mittendrin. Wir leben mittendrin. Die Bibel beschreibt dieses religiöse System als politisch sehr einflussreich unter den Regierungschefs der Welt, ja, weil sie Gefälligkeiten verteilt und auch erhält. Ja, es ist ein Geben und Nehmen. Satan, der Gott dieser Welt, wir brauchen die Stelle nicht aufschlagen, und Sie können es notieren, wenn Sie wollen, 2. Korinther 4, in den Vers 4, wo das steht, Satan, der Gott dieser Welt und sein System hat sich ausgebreitet vom Paradies bis heute. Nachdem Adam und Eva Gott ungehorsam wurden, hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Es ist kein Wunder, dass es so kommen wird. Aber Gott wird zum richtigen Zeitpunkt in das Weltgeschehen eingreifen, um die Menschen vor dem Einfluss Satans zu befreien. Es ist notwendig, übernatürlich, dass Gott übernatürlich eingreift. Und wenn der Engel diesen Müllstein ins Meer wirft, wird die Menschheit von einer Last befreit werden, die Satan seit der Verführung über die Menschen gebracht hat. Und die Geschichte zeigt uns, dass in Krisenzeiten oft viele Menschen eine starke Partei oder Führerschaft zuwenden. Ja, sie fühlen sich unsicher und wollen geborgen sein. Aber die einzige Geborgenheit, die es gibt, ist bei Gott, Geschwister. Das ist die einzige Geborgenheit. Egal, was auf uns zukommt, ja, welche Dinge auch geschehen wollen, werden auf dieser Welt in physischer Hinsicht, wir müssen bedenken und darauf schauen, wer auf uns zukommt. Nämlich Jesus Christus wird auf die Erde zurückkehren. Nun, wir haben Beispiele in der Bibel von Menschen, die im alten Babylon gelebt haben und ihrem Glauben treu geblieben sind. Sie sind dem Glauben treu geblieben, trotz der Schwierigkeiten. Was können wir von den Menschen im alten Babylon lernen?
Nun, wir gehen auf drei Lektionen ein vom Leben Daniels und seinen Freunden in Babylon. Drei Lektionen wollen wir uns anschauen. Die erste Lektion: Daniel und seine Freunde gehorchten Gottes Geboten in einer fremden Kultur. Auch unsere Gesellschaft wird in der Weise uns immer fremder. Ja, weil wir Gottes Lebensweg gehen und der, man kann sagen, das Gegenteil ist von dieser Welt, von der Gesellschaft dieser Welt. Erste Lektion: Daniel und seine Freunde gehorchten Gottes Geboten in einer fremden Kultur. Nachdem Jerusalem im Jahre 604 vor Christi vom babylonischen Reich erobert worden war, brachte man viele Juden nach Babylon. König Nebukadnezar wollte die klügsten Kinder jüdischer Familien zum Vorteil für sein Königreich haben. Auch das habe ich in unserer Gesellschaft schon gehört. Ja, wir bringen die klügsten Köpfe von Indien oder was immer oder auch von den Asylsuchenden jetzt, damit es zum Vorteil für unser Wirtschaftssystem wird oder für unsere anderen Dinge. Nun, diese Ausbildung in Babylon barg für viele der jungen Männer die Gefahr des Abfalls von ihrem Glauben, nämlich durch die ständige Beschäftigung mit den heidnischen Traditionen. Auch wir sind damit konfrontiert und auch die Denkweise in ihrer Umgebung. Das war eine Gefahr, besonders für die jungen Menschen. Und das konnte leicht zu Kompromissen führen, zu den Gesetzen Gottes. Nun, Daniel und seine Freunde nahmen sich vor und waren entschlossen, keine Kompromisse zu machen, um Gottes Gebote weiterhin zu gehorchen. Wir lesen hier von Daniel und seinen drei Freunden, es waren bestimmt viele Jugendliche oder auch andere Menschen, die gefangen genommen worden sind, aber wir lesen nur von wenigen, die treu geblieben sind. Lesen wir in Daniel 1, die Verse 1 bis 4. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, wir hatten das schon am Anfang gelesen, zog Nebukadnezar, der König von Babel, von Jerusalem, belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und seinem Teil der Geräte und des Hauses Gottes, die ließ er ins Land China bringen. Und der König sprach zu Aschebenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön und begabt, weise und klug und verständig waren. Also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Nun, Daniel und seine drei Freunde lebten in einer Zeit, in der es Krieg gab. Und dieser Krieg, das hat ihr Heimatland verloren. Die haben den Krieg verloren und viele von den Menschen wurden ja verschleppt. Daniel und seine Gefährte lebten direkt am Regierungssitz von Babylon, am babylonischen Königshof. Und sie waren anscheinend, wie ich schon erwähnt habe, nicht viele, die ihren Glauben so standhaft waren, so wie wir auch nicht sehr viele sind in dieser Gesellschaft. Wir sind auch sehr wenige und oft allein für unseren Glauben gerade stehen müssen. Wir sind oft irgendwo, wo wir allein sind. Geschwister, Gott zu gehorchen erfordert Mut. Er fordert Mut und Courage. Lesen wir weiter in Vers 5 bis 9. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich zu essen geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor den König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria, das waren ihre jüdischen Namen. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar,
Hanania, Schadrach und Mischael, Meschach und Asaria nannte er Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinen Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise, das der König selber aß und trank, waren anscheinend unreine Speisen, des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und hat den obersten Kämmerer und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott wirkte ein. Aber Daniel hatte sich schon vorgenommen. So wie wir auch, wenn wir manchmal am Sabbat arbeiten müssten und wir haben uns aber fest vorgenommen, ich werde Gottes Gebot nicht brechen. Gott wirkt ein, auch hier sehen wir das. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Gott kann das machen, er kann einwirken auf die Menschen. Aber zuerst müssen wir einmal klar überzeugt sein, dass wir Gottes Gebote halten wollen. Das müssen wir. Und Gott kann so etwas auch bei uns heute bewirken. Daniels Geschichte fängt mit etwas an, wie wir hier sehen, mit dem wir jeden Tag eigentlich auch konfrontiert werden, mit reinen und unreinen Speisen. Und Daniel befand sich in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Und auch für uns wird unser Heimatland, wie ich schon erwähnt habe, mehr und mehr zu einem fremden Land. Ist nicht unsere, ist nicht Gottes Kultur, in der vielen Menschen die Lebensweise Gottes fremd ist. Doch Daniel hielt an seinem Glauben fest und er gab Gottes Lebensweise einschließlich der Speisegesetze nicht auf. Obwohl es Daniel seine Stellung am Hofe des Königs hätte kosten können. Das hätte ihm das kosten können. Und noch mehr. Nicht nur die Stellung, sondern auch den Kopf hätte es ihm kosten können. Und Gott belohnte seinen Glauben. Lesen wir weiter in Daniel 1, die Verse 12 bis 17. Und er bat diesen Diener des Königs, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage. Und lass uns gib uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Ja, er verließ sich darauf. Er glaubte, dass Gott eingriff. Denn sonst hätte er das nicht sagen können. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner, kräftiger und aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die er für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Gott gab ihm diese Gabe. Nun, wenn Daniel heute in unserer Gesellschaft leben würde, als Jugendlicher, dann würde er wohl wegen seiner mangelnden Bereitschaft zur Toleranz bestraft werden. Ja, wenn wir nicht tolerant sind für irgendetwas, ja, man muss alles tolerieren heute, sonst kann man bestraft werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir wollen uns vornehmen, dem kulturellen Zeitgeist zu widerstehen. Das sollen wir. Wenn er mit der Kultur des Reiches Gottes, mit Gott, in Konflikt steht, dann sollten wir widerstehen. Wir müssen da stark sein, denn wir werden jeden Tag in verschiedene Situationen kommen oder mit verschiedenen Situationen konfrontiert. Fast jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht mehr oder weniger unseren Glauben unter Beweis stellen müssen. Schließen wir keine Kompromisse mit Gottes moralischen Maßstäben.
Gott wird es uns belohnen, Geschwister. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, keine Kompromisse mit den Lehren und Gesetzen einzugehen, wegen verschiedenen Umständen. Und Gott schenkte Daniel und seinen Freunden für ihren Gehorsam ein großes Maß an Weisheit und Erkenntnis und auch viele andere Fähigkeiten. Nun eine zweite Lektion. Daniel bemühte sich, mit Weisheit zu handeln. Und er betete im Glauben, weil er wusste, dass alles von Gott abhängt. Daniel bemühte sich, mit Weisheit zu handeln. Und er betete im Glauben, weil er wusste, dass alles von Gott abhängt. Nun, im Kapitel 2 lesen wir von Nebukadnezars Traum. Kapitel 2 lesen wir von Nebukadnezars Traum. Nun, wir sehen, wenn wir das lesen, ich lese nur einige Verse, wir sehen, dass die Zeichendeuter und die Weisen und Zauberer des Königs konnten den Traum nicht deuten. Und der König befahl sie, alle zu töten. Es war ein Urteil, ja, und die würden alle getötet werden. Schauen wir in Daniel 2, paar Seiten rückwärts, Daniel 2, die Verse 13 bis 20. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man. Also für sie war das auch beschlossen, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel, klug und verständig, an Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte. Warum ist denn so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat dem König, ihm eine Frist zu geben. Das zeigt von Weisheit. Er tat etwas, was möglich war natürlich, eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könnte. Und Daniel tat noch was anderes. Er ging heim und teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Was geschah? Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Wir sehen, Daniel unternahm etwas. Er saß nicht zu Hause auf der Couch und wartete, bis Gott eingreift und sagte, ich kann ja nichts machen. Das ist ein Gebot vom König. Er unternahm etwas, was möglich war natürlich. Und wir sehen, Gott kann Dinge offenbaren, die wir nicht wissen. Die wir nicht wissen. Aber in der jeweiligen Situation notwendig waren. Daniel brauchte das, um nicht getötet zu werden. In Daniel 2, 27 bis 28, wenn wir hier weiterlesen, Daniel fing an vor den König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen und Gelehrten und Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Und zuerst, wie wir hier sehen, gab Daniel Gott die Ehre. Das müssen auch wir in unseren Gebeten für das, was Gott uns alles gegeben hat. Er hat uns nämlich alles gegeben. Unser Leben vom Leben angefangen. Wenn wir das bedenken, dass es uns vor 100 Jahren noch nicht gegeben hat.
Kaum zu glauben, aber es ist so. Gott hat uns alles gegeben, das Leben, unsere Persönlichkeit, den Geist im Menschen, dass wir einen Verstand haben, auch das ist von ihm. Darum sollten wir ihn loben und ehren. Und erst danach, zuerst gab Gott Daniel die Ehre und danach legt er dem König den Traum aus. Darum können wir auch mutig selber vor Gott stehen. Das ist wichtig, dass wir Gottes Weisheit und Verständnis suchen, immer wiederum. Und die Zeit, in der wir leben, damit wir die Zeit, in der wir leben, richtig verstehen zu können und auch natürlich richtig handeln zu können. Dazu brauchen wir Gottes Weisheit und Verständnis. Und die kann uns Gott geben. Nun eine dritte Lektion, eine sehr wichtige auch, die uns betreffen kann. Wenn Daniel Angst verspürte, dann entschied er sich, im Glauben zu handeln, anstatt sich vor Angst daran hindern zu lassen. Ja, wir brauchen Mut. Gottes Lebensweg zu gehen erfordert Mut. Ich sage es nochmal, die dritte Lektion. Wenn Daniel Angst verspürte, dann entschied er sich, im Glauben zu handeln, anstatt sich von Angst daran hindern zu lassen. Daniel war mehr als 50 Jahre am Königshof, ja, über die Zeit, in der er gelebt hatte. Und er hatte mehrere Könige erlebt, sind gekommen und gegangen. Ja, wie den König Belshazzar und danach kamen die Meder und Perser. Wenn wir auf die Situationen denken, in denen Daniel geraten ist in Babylon. Da waren viele Probleme, die wir schon gelesen haben auch. Und dann noch die Löwengrube, als er schon ein älterer Mann war, dann sieht man, dass er Gott immer treu geblieben ist. Er ist immer in den Schwierigkeiten Gott getreu geblieben bis zum Schluss. Nun lesen wir Daniel 6. Hier lesen wir von der Löwengrube. Und man kann mit Sicherheit, denke ich, annehmen, wenn er so lange beim Königshof gelebt hatte, dass er von dieser Löwengrube gewusst hatte. Dass er auch gewusst hatte, dass vielleicht schon einige dort hineingeworfen wurden. Er wusste, was das bedeutet. Nun lesen wir Daniel 6, die Verse 1 bis 5. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Und was kam, wie es bei Menschen eben ist, Neid und Eifersucht. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Denn er war treu. Jeder wusste das. Auch die, die ihn verleumdeten, wussten das. Er war treu. Sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Geschwister, es ist fast immer Neid und Verleumdung von anderen Menschen, die ihn und auch uns manchmal in solche Situationen bringen. Nun lesen wir weiter, die Verse 6 bis 11. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn, wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben sich die Fürsten und König des Königreichs, die Würdenträger und die Statthalter, die Räte und Befehlshaber, alle haben sie gesagt. Nur Daniel wusste nichts davon, also es waren nicht alle. Es sollte ein königlicher Befehl geben,
und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, Herr König, wollest du ein solches Gebot ausgeben lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf. Ja, ein Gesetz, was Meder und Perser beschlossen hatten, konnte nicht revidiert werden. Nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Da ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen, war natürlich ein bisschen auch mit Eitelkeit vielleicht verbunden. Ja, niemand außer von dir, König, darf man etwas bitten. Und vielleicht hat er da auch leicht, also ein bisschen unüberlegt gehandelt. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus und er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Es war nicht ein einziges Mal. Nicht nur, weil er in Schwierigkeiten war, sondern das war eine Gewohnheit von ihm. Es war sein Leben. Gott in sein Leben einzubeziehen, in allen Dingen. Was tat Daniel zuerst, als er die Nachricht erfuhr? Er betete. Denn er war wieder einmal, Daniel war wieder einmal in eine beängstigende Situation geraten. Und wie ich schon erwähnt hatte, Daniel kannte bestimmt diese Löwengrube. Und ich kann mir vorstellen, dass er schon ein wenig Angst verspürte. So einfach war es nicht. Wir sind alle Menschen. Wir alle verspüren Angst vor dem Ungewissen. Jeder von uns. Dass er auf uns zukommt. Es ist Angst manchmal. Egal, was dieses Ungewisse auch sein mag in unserem Leben. Es kann Krankheit sein, es kann Gewalt oder Angst vor einer üblen Nachrede sein, was auch immer. Aber Angst verspüren wir, das ist uns Menschen eigen. Aber Daniel entschied, sich im Glauben zu handeln, anstatt sich von der Angst daran hindern zu lassen, Gott anzubeten und ihm zu gehorchen. Aber Daniel wusste, an wem er sich wenden konnte, so wie auch seine drei Freunde. Als sie in einer aussichtslosen Situation waren, wie ich glaube, wir kennen die Stelle in Daniel 3, 17 bis 18, ich lese das vor, Sie können es auch aufschlagen. Daniel 3, 17 bis 18, wie vor dem Feuerofen da. Aber die Aussage, die diese jungen Leute gemacht haben, ist wirklich bewundernswert. Ich lese hier nur die Verse 17 bis 18. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, O König. Kann er retten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du gemacht hast, nicht anbeten werden. Also, und wenn er es nicht tun will, heißt das, dann werden wir Gott trotzdem gehorchen. Und nicht sagen, ja, warum hast du uns in diese Situation gebracht, warum, wieso? Ja, sondern wenn er es auch nicht tun will, dass er vielleicht uns von einer Krankheit heilen will, oder zu dieser Zeit jedenfalls, dann sollen wir trotzdem Gott gehorchen, so wie hier. Dann sollst du trotzdem wissen, haben sie zum König gesagt, dass wir deinen Gott nicht verehren. In so einer Situation so eine Antwort zu geben, dazu gehört Mut. Gott zu gehorchen erfordert Mut, denn sie wussten, dann würden sie sterben. Und auch wenn Gott es zugelassen hätten, wären sie doch Gott treu geblieben. Und das ist, Geschwister, echter, wahrer, lebendiger Glaube. Das ist, was Gott, diesen Glauben möchte Gott in uns entwickeln, möchte Gott in uns schaffen. Den Glauben, den auch Jesus Christus hatte. Und durch seinen Heiligen Geist, wenn wir Gott in uns arbeiten lassen,
wird er das auch machen. Gott kann das schaffen. Aber er wird es nicht tun ohne unsere Zustimmung. Auch wir müssen die Courage und den Mut haben, für unseren Glauben gerade zu stehen in unserem Leben. Obwohl sich die Gesellschaft um uns herum immer mehr gegen die wahren Werte Gottes verändert. Auch wenn sich die menschliche Gesellschaft immer weiter und weiter von Gott entfernt. Und so gleicht die Welt immer mehr Babylon. Unsere Welt wird Babylon immer ähnlicher. Geschwister, wir haben an dem Beispiel Daniels und seiner drei Freunde gesehen, wie wir uns verhalten sollen. Es sind Beispiele, denen wir nacheifern sollen. Unser Zeitalter ist nicht nur die Ära der Gewalt und des Terrors, es ist auch die Zeit des fehlgesteuerten Denkens. Es ist auch die Zeit des fehlgesteuerten Denkens. Uns geht es zwar statistisch gesehen so gut wie nie zuvor materiell, doch unsere Befürchtungen richten sich auf die Zukunft. Die Menschen haben immer mehr Angst vor der Zukunft. Satan und sein System hat sich ausgebreitet vom Sündenfall Adams und Eva bis heute über die ganze Welt. Und vielleicht fühlen wir uns auch manchmal allein, ja, allein, wenn wir irgendwo keine Geschwister in der Nähe haben, ja, allein wie Daniel, weil wir Gottes Weg gehen und die anderen Menschen um uns herum uns nicht verstehen. Aber wir sollten uns immer daran erinnern und wir müssen uns die Frage stellen, wenn eine Situation kommt, die von uns verlangt, dass wir richtig handeln, würden wir uns dann entscheiden, ob wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen oder ob wir unser Licht verbergen und es unter den Tisch stellen, damit wir keine Schwierigkeiten haben? Würden wir mit der Menschenmenge mitgehen und handeln so wie der Großteil der Menschen in dieser Welt oder würden wir so handeln wie Daniel und seine Freunde? Ja, unsere Welt wird Babylon immer ähnlicher. Die Zeit ist bald reif für größere Veränderungen. Seien wir darauf vorbereitet. Bitten wir Gott, dass er uns die Kraft gibt durch seinen Heiligen Geist, damit wir den Glauben und den Mut haben, wie Daniel und seine Freunde zu handeln.